Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich heute wieder besonders, denn heute ist Subvotingstag und ja, ihr wisst, da stehe ich irgendwie total drauf. Ich freue mich jedes Mal sehr. Und hier ist wieder meine Box, wo die ganzen Zettelchen drin sind. Ich freue mich jetzt, ich bin gespannt. Ich mische das Ganze nochmal so ein bisschen und dann schauen wir mal, was der Mai denn bringen wird an Büchern. Zumindest zum Teil. Ich glaube, ich nehme jetzt hier mal diesen Zettel. Ja, es ist auch nur einer. Wunderbar. Und zwar ist es, was ist das? Im Zauber der Sirenen. Guck mal hier. Finde ich gut. Das ist auch eines der Bücher, was ich eigentlich ganz gerne so mit auf meinen Quartalsub gelegt hätte. Aber dann habe ich mir gedacht, ich habe schon das ein oder andere Wasserbuch, sage ich mal, was so das Meer zum Thema hat. Und dann habe ich es halt nicht mit draufgelegt. Und jetzt passt ja dann gut, dass ich es dann doch auch noch gezogen habe. Ja, der nächste Zettel wird dieser hier sein. Und zwar, was ist das denn hier? Aha, zurück nach Holly Hill. Das finde ich auch sehr gut. Das ist ein Zeitreiseroman. Und finde ich auf jeden Fall auch gut. Ich weiß gar nicht, ich meine, habe ich das nicht als E-Book? Oder habe ich es als Hardcover? Ja, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ist ja auch egal. E-Books zählen ja genauso dazu. So, und der letzte Zettel. Also bisher bin ich schon mit der Auswahl sehr zufrieden. Jetzt brauche ich noch so einen Burner-Zettel. Was ist das hier? Das Blubbern von Glück. Das habe ich schon gelesen. Das heißt, dieser Zettel wandert in den Mülleimer und ich darf noch einen ziehen. Freue ich mich. Das Blubbern von Glück hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen. Also wer das noch nicht kennt, der sollte wirklich mal einen Blick drauf werfen. Ich nehme den. Ja, ist nur einer. Und zwar ist es das Rosie-Projekt. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Und zwar noch gerade im April. Das war nämlich war das ein Buch vom Lovely Books Sub, glaube ich. Ja, ich meine wohl. Okay, dann kann... ja, kann das auch weg und ich darf nochmal ziehen. Na, mal schauen, ob ich noch ein Buch erwische, was ich noch nicht kenne. Man weiß es nicht, ne? Jetzt habe ich hier ganz viele am Finger. Ich nehme mal diesen hier. Was ist es? Delirium. Ja, das ist ja auch sehr schön. Seht ihr das? Da. Naja, der Finger verbirgt es. So fast. So, Delirium. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Und auch dieses Buch hatte ich überlegt, mit auf den auf den Quartalzug draufzulegen. Ich weiß nicht, warum es das darauf nicht geschafft hat. Aber ja, das trifft sich auch wieder ja alles sehr gut irgendwie. Freue ich mich. Also nochmal eben kurz zusammenfassen. Delirium von Lauren Oliver habe ich. Dann habe ich Zurück nach Holly Hill. Weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Autor. Und dann Im Zauber der Sirenen, weiß ich eigentlich, glaube ich, auch nicht den Autoren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind es eigentlich alles Fantasy-Bücher, würde ich mal sagen. Also ein Zeitreiseroman, dann ein Roman, der das Meer zum Thema hat und ja, Sirenen, Nixen oder wie auch immer. Und Delirium ist eine Dystopie, in der es darum geht, dass die Liebe als Krankheit angesehen wird. Aber das werden viele von euch eh schon kennen. Ich bin sehr gespannt, welches Buch ihr da für mich auswählen werdet, welches ich lesen soll. Für das, was gewinnt, da werde ich natürlich wieder eine Rezension drehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alle drei Bücher. Die klingen alle drei für mich sehr gut. Auf alle drei habe ich Lust und ich freue mich sehr. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Voten und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!